Behinderte werden von unserer Gesellschaft oft vergessen und ihre Probleme unterschätzt. Die Inklusionskonferenz der Stadt Reutlingen machte sich zur Aufgabe, die Situation behinderter Mitmenschen im Landkreis zu verbessern. Unter dem Motto Du, ich, wir, alle inklusive, wir haben bereits darüber berichtet, startet ab Dezember 2014 eine landesweite Öffentlichkeitskampagne zu diesem Thema. Vertreter der Inklusionskonferenz trafen sich am Mittwoch im Reutlinger Theater Die Tonne, um über Ziele und Facetten des Themas zu informieren. Susanne Blum, sie ist Künstlerin und auch Mitglied der sogenannten Inklusionskonferenz. In einer landesweiten Wanderausstellung werden die Werke von Künstlern mit und ohne Handicap gezeigt. Ein Projekt im Zuge der Kampagne, mit der das Thema der Teilhabe von Behinderten in den Köpfen der Menschen verankert werden soll. Wir wollen den Künstlern, insbesondere in dem Zusammenhang jetzt auch den Künstlern mit Behinderung, die Möglichkeit geben, sich öffentlich zu präsentieren, auf einer Ebene sich zu begegnen. Wir wollen da, wie gesagt, viele Menschen erreichen. Da war Kunst schon immer ein hervorragendes Medium dafür. Und wollen dann über diesen Weg quasi sensibilisieren für das Thema Inklusion. Der Begriff Inklusion umfasse dabei mehr, so Landrat und Vorsitzender der Konferenz Thomas Reumann, als das, was der Allgemeinheit oft geläufig sei. Den Abbau rein psychischer Barrieren. Sie fordere vielmehr die Bereitschaft aller, mitzuhelfen. Wenn wir das erreicht haben und wenn wir dann nicht mehr drüber reden müssen, dann haben wir Inklusion umgesetzt. Und davon sind wir aber noch sehr, sehr weit entfernt. Das Projekt beschränkt sich nicht nur auf die Ebene der Anordnungen in Amtsstuben. Auch zum Beispiel Sportvereine sollen mit einbezogen werden. Zudem werden pädagogische Fortbildungsseminare für Erzieher und andere organisiert. Das Ziel? Eine Diskussionsplattform, die die Beteiligten zusammenführt. So werden Projekte angepackt und Inklusion umgesetzt. Wir haben deshalb zwei Modellgemeinden, nämlich zum einen St. Johann und die Stadt Münsingen, die das in Arbeitsgruppen, in Zukunftswerkstätten, in der Gemeinde diskutiert haben und dadurch jetzt ein Prozess im Gemeinwesen, in den Gemeinden angegangen worden ist. Eine tolle Geschichte. Inklusion bestehe also nicht nur im Zücken des Scheckbuches. Inklusion, da sind sich die Experten einig, könne nur gelingen, wenn jeder bei sich selber anfange, das Thema für sich selbst reflektiert und kleine Schritte macht.